Mahlzeit und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz um Punkt 12 Uhr vor dem morgigen Cup-Spiel gegen den SK in St. Pölten. Bei mir begrüßen darf ich Cheftrainer Franco Foda und Philipp Husbeck. Vorweg noch eine traurige Nachricht. Rudi Schaus ist gestern im 59. Lebensjahr von uns gegangen. Die Sturmfamilie trauert und wünscht seinen Angehörigen natürlich viel Kraft für diese Zeit. Franco, morgen gegen St. Pölten das Cup-Spiel. Kurzer Rückblick noch, das Positive, was man aus dem Mattersburg-Spiel mitnehmen kann, ist, wie die Mannschaft wieder zurückgekommen ist, oder? Ja, ist richtig. Wir haben vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel an den Tag gelegt. Wir waren extrem dominant, Gegner eingeschnürt in deren Hälfte, haben Lösungen gehabt gegen tiefstehende Mannschaft, super kombiniert, viele Torchancen kreiert, leider zu wenig Tore erzielt und dann kurz vor Schluss noch ein Gegentor erhalten, was hätte nicht passieren dürfen. Einmal Fehlentscheidung Schiedsrichter, zweimal klares Foul schon vorher an Christian nicht gegeben und auch bei der Situation tritt der Spieler Fran Christian auf den Fuß, also auch da hätte man Foul geben können. Aber wir hätten es auch besser verteidigen müssen. Ja, wir hätten einfach da konzentrierter sein müssen in der Aktion. Aber gut, es ist so im Fußball, es passieren solche Dinge. Wir haben es dann auch kurz besprochen, kurz analysiert, aber im Prinzip gab es viele positive Elemente. Außer das Ergebnis hat am Ende des Tages nicht gestimmt. Auch erste Halbzeit waren wir schon auch überlegen, hatten eine gute Raumaufteilung im Spiel. Nur haben wir halt im Spiel nach vorne oft, ja, letzter Pass ist nicht angekommen, zu einfacher Abspielfehler. Aber trotz allem hat man auch gesehen, dass wir nicht nur im Umschaltspiel gut sind, sondern dass wir auch im Ballbesitz sehr gut sind, dass wir auch da spielen können. Und das war schon beeindruckend, dass du, weil das ist ja oft so der Klassiker, ja, du spielst gegen Tabellenletzten, jeder glaubt, du gewinnst 2-3-0 und meistens verlierst du dann so ein Spiel. Und wie die Mannschaft dann nach der Halbzeit zurückgekommen ist, hat mich echt, muss ich sagen, beeindruckt, weil es nicht einfach war, gegen eine Mannschaft zu spielen, die nur von Anfang an unser Spiel zerstören wollte. Und insofern haben wir uns gewehrt, wir haben Lösungen gefunden und es war positiv. Welche Spiele erwartest du dir jetzt morgen? Cup-Spiel muss es ja ein Tor geben, irgendeiner Mannschaft. Ja, wir wollen eine Runde weiterkommen. Ja, wir werden alles unternehmen. Wir haben, klar, St. Pölten hat jetzt zu Hause gegen Salzburg verloren, haben nicht gut gespielt. Ja, sie werden auch jetzt da in dem Spiel gegen uns auch alles reinhauen, investieren, um gegen uns zu gewinnen. Aber nochmals, wir fahren dort morgen hin, wollen eine Runde weiterkommen. Wird klar, es gibt keine einfachen Spiele, es gibt keine leichten Aufgaben in dieser Liga. Und ja, wir haben einige Verletzungen zu beklagen, gerade auf Positionen, ja, die wir dann halt kompensieren müssen. Also es wird Christian Schulz wird nicht spielen können. Er hat eine Meniskusreizung, wird man dann am Donnerstag weitersehen, ob er dann auch für das kommende Wochenende in Frage kommt. Lyko wird nicht spielen können, hat Probleme. Und Christian Dobrasch hat sich ja leider Gottes im Spiel dann eine Zerrung zugezogen, also er wird auch ausfallen. Ja, jetzt müssen wir halt schauen in der Defensive, gerade linke Seite. Ist ja aus Grifi, also ein junger Spieler, den wir in der Hinterhand haben, ist ja auch angeschlagen. Wird wahrscheinlich Pozzi links spielen und in der Innenverteidigung Scheusengeier. Also jetzt darf aber dann in der Verteidigung nicht mehr viel passieren. Philipp, 3 Tage Vorbereitung auf das Cup-Spiel. Was hat euch der Trainer in diesen 3 Tagen mitgegeben? Ja, dass wir einfach jetzt fokussiert bleiben sollen. Alle paar Tage Spiel ist, glaube ich, super für jeden Fußballer. Dass wir die Spannung beibehalten sollen. Und ja, einfach an der zweiten Halbzeit anknüpfen. Ich glaube, wir haben eine gute Reaktion gesagt. Aufgrund der ersten Halbzeit, wo es nicht so leicht von Hand gegangen ist. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, in der zweiten Halbzeit, auf das können wir aufbauen und da wollen wir anknüpfen. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden. Trainer, wirst du dann nicht mehr reagieren morgen, außer die Verletzten, was zwangsläufig ist? Also die Umstellung werden wir auf jeden Fall vornehmen und muss jetzt schauen, wie die Spieler bereit sind. Ja, wir haben heute noch ein Training, aber gestern war der Eindruck war sehr, sehr gut. Wir haben ja
gestern auch nicht so viel trainiert, am Sonntag eh nur regeneriert auch. Gestern war auch ein leichtes Training, heute auch nochmal, weil wir morgen spielen und wir brauchen morgen eine Substanz, ja, wir brauchen morgen wieder Energie, dass wir wieder so, vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit mit diesem Tempo, dass wir da wieder hohes Tempo spielen wollen. Aber es kann durchaus sein, vielleicht, dass ich noch ein, zwei Positionen verändere, wenn ich der Meinung bin, dass es vielleicht gut tut, noch einen frischen Spieler zu bringen. Aber da werde ich mich morgen erst entscheiden. Auch die Entscheidung werde ich erst morgen treffen. Bitte, Walter, eine Frage. Meine Frage. Okay. Philipp, du hast gerade gesagt, Spiele als Appetit sind gut, weil das Training nicht so lustig ist wie Spiele, oder einfach, weil man dann so kleine Rückschläge und Anführungszeichen wie am Samstag keine wieder gut machen kann? Also wir hatten keinen Rückschlag am Samstag. Aber die Enttäuschung bei den Spielen war trotzdem, gleich nach dem Tapit unentschieden. Ja, Spiele sind an sich immer lustiger, ist ganz klar, weil da geht es um was, da will man gewinnen. Für das spielen wir Fußball und wie der Trainer schon gesagt hat, das war sicher kein Rückschlag. Ja, haben wir da mal nicht so das Glück auf unserer Seite gehabt zum Schluss. Aber ja, wir können es jetzt gleich morgen wieder besser machen und ja, wir wollen unbedingt gewinnen und weiterkommen und das ist das ganz klare Ziel. Wolfi. Erwarten Sie mal, dass St. Pölten ähnlich auftritt wie Mattersburg, auch einfach darauf aus ist, das Spiel zu zerstören? Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was mein Trainerkollege für einen Plan hat. Wichtig ist, dass wir wieder versuchen, unser Spiel durchzubringen. Dass wir morgen wieder eine Idee haben, wie wir spielen wollen. Und klar, Cup hat immer seine eigenen Gesetze, das wissen wir, auch aus der Vergangenheit. Und, aber wir sind bereit und wir wollen auf jeden Fall alles unternehmen, alles investieren, alles raushauen, was geht, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir wollen eine Runde weiter, selbst wenn es im Elfmeterschießen ist, am Ende des Tages. Im Cup zählt nur das Weiterkommen und dementsprechend muss man sich verhalten. Dementsprechend muss man auch auftreten im Spiel. Ja, da gilt es von der ersten bis zur letzten Minute an hochkonzentriert zu sein im Spiel. Ja, man darf sich da keine Schwächeperioden erlauben. Im Gegenteil, man muss immer unter Dampf spielen und das erwarte ich mir morgen von meinen Spielern. Zwei in den letzten Jahren der Cup meistens so dieses der Hoffnung geschimmert, dass man einen internationalen Bewerb erreichen kann, weil es in der Meisterschaft meistens nicht so gut gelaufen ist. Jetzt schaut es in der Meisterschaft einmal schon sehr gut aus, man hat einmal schon wichtige Punkte gemacht. Wenn man den Europacup erreichen möchte, ist der Cup jetzt genauso wichtig wie auch in den letzten Jahren? Ja, es ist, jedes Spiel ist wichtig, also in der Meisterschaft und auch im Cup. Ja, man hat bei beiden die Möglichkeit, international dabei zu sein. Ja, wir waren vor zwei Jahren waren wir über die Meisterschaft international dabei. Im letzten Jahr sind wir im Cup ausgeschieden, waren in der Meisterschaft aber nicht international dabei. Also insofern ist es wichtig, dass man sich beide Möglichkeiten offen hält. Und Meisterschaft läuft sehr, sehr gut. Ja, wir haben 29 Punkte geholt, sind da sehr gut unterwegs, stehen auch verdient im Moment ganz, ganz vorne. Aber jetzt gilt es einfach auch, sich die zweite Möglichkeit über den Cup offen zu halten. Und wir wollen auf jeden Fall überwintern. Und das Ziel haben wir. Und so werden wir morgen dann auch agieren und hoffentlich dann auch am Ende des Tages das Spiel gewinnen. Philipp Zulechner, von Beginn an eine Idee, und was hat Yuka Yannis? Ja, Lyko hat... ja, ich bin ja kein Doktor. Ne? Er hat irgendwas im hinteren muskulären, also im Oberschenkel hinten, hat er irgendwie welche Probleme, die jetzt nicht gravierend sind, aber die einfach keinen Einsatz morgen zulassen. Und wir wollen da auch auf jeden Fall nichts riskieren, dass er dann längerfristig ausfällt, weil wir haben ja noch einige Spiele zu absolvieren. Und gerade auf der Position ist Lyko für uns extrem wichtig. Also gehen wir auf jeden Fall auch kein Risiko ein und ich hoffe, dass er dann vielleicht am Wochenende wieder spielen kann. Und ja, Philipp, jeder ist eine Option. Ja, also Philipp vorne, Roman wird auch wieder dabei sein, Marc Schmörbeck wird wieder dabei sein. Beide haben wieder
voll trainiert, sind voll belastbar und auch Marco wird dabei sein. Also wir haben schon gerade im Spiel nach vorne haben wir schon Optionen und Möglichkeiten auch etwas zu verändern. Gibt es noch eine Frage? Wenn keine Tickets für das morgige Spiel sind in der Schiradegasse heute noch erhältlich und für das Austria-Spiel weiterhin die ganze Woche noch in der Schiradegasse. Dankeschön fürs Kommen und alles Gute morgen. Okay, danke.